Vampir. Oh. Gefängnisgeist. Ihr seht die geisterhafte Erscheinung eines ausgezehrten alten Manns in Lumpen. Er versucht zu sprechen, aber von seinen Lippen kommen keine Worte. Mit einem Blick äußerter Traurigkeit legt er die Hände an die Schläfen, als ob er Schmerzen hätte, und verschwindet dann. Ja, hier ist der Schädel. Der Schädel ist angeschlagen und verkratzt. Sein Oberfläche ist mit Bissspuren überzogen. Okay, ihr könnt euch auf mich verlassen. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keine... Spürt die Chance. Ruft euch zu sich. Oh. Klar, dass Minsk und Keldon jetzt Stufen verloren haben. Oder ich es nicht merke. Ich helfe, wo immer ich kann. Ich warte. Ja, das ist auch schon besser. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Los, spuck es aus. Also hier lang? So, das kennen wir ja bereits, das Gebiet hier. Da sind Superpfeile. Und super Schleuderkugeln. Das sind schon mal Schleuderkugeln plus 3. Bolzen plus 3. Und Pfeile plus 3. Ich würde gern kurz mit euch sprechen, Imon, wenn es euch nichts ausmacht. Oh, wir hatten schon lange keinen solchen Dialog mehr. Ich würde gern mit euch sprechen, Imon, wenn es euch nichts ausmacht. Ich denke, das geht schon in Ordnung, Yahera. Was wollt ihr denn? Da legt ihr den Finger auch schon auf den wunden Punkt. Ihr seid immer so formell zu mir, so distanziert. Stimmt irgendetwas nicht? Ich habe nicht, ich bin nicht. Nun ja gut, ich bin ein bisschen nervös in eurer Nähe, weil ich zu den Haftern gehöre, das dachte ich mir. Danisa hat durch zahlreiche Gruppen der Hafner einiges erdulden müssen. Bis dahin feststellt, dass ihr das gleiche Blut teilt. Ich möchte ja nicht so abweisend wirken, aber die Leute werden mich jetzt einfach mit anderen Augen sehen. Ich weiß es einfach. Sollen sie in euch doch sehen, was sie wollen. Ihr könnt doch nichts dagegen tun. Seid einfach nur ihr selbst. Ich weiß, dass euch das nur wie leere Worte erscheinen mag, aber ich weiß, dass ihr das schafft. Ich weiß, dennoch danke. Ich warte. Nun gut. Verstanden. Wieder einmal manifestiert sich vor euch eine geisterhafte Erscheinung. Ihre Spektralfinger umfassen ihren Nacken ganz so, als wolle sie sich eine Halskette umlegen. Sie deutet auf die Tür der nageligen Zelle und verschwindet erneut. Ja, was immer ihr wünscht. Ja. Hier müssen wir jetzt den Schädel reinlegen. Und die Halskette. Und fertig. Der Geist des vergessen geratenen Gefangenen nimmt neben seiner entweihten Grabstelle Gestalt an. Er deutet mit scheinbar flehenden Augen auf den eisgeheiligten Boden, bevor er erneut verschwindet. Wenn ihr etwas heiliges Wasser von den Elfen hättet, könnt ihr dir das entweihte Grab wieder einsegnen. Ja, wo ist das Weihwasser? Ach, da ist das Weihwasser. Ja, er lässt ein paar Spritzer heiliges Wasser der Elfen auf das Grab tröpfeln. Der Geist erscheint erneut, doch nun ist sein Gesichtsausdruck weniger von Qualen als vielmehr von Frieden erfüllt. Er gibt ein Zeichen, ihm zu folgen.
Ja, war klar. Du kannst mir gar nichts. Wieder ein Ionenstein mal, ha? Und einen, den wir nicht identifizieren können. Hm, natürlich. Gut, das war das Gefängnis. Das von Vampiren behaust wurde, die wir jetzt alle zum Teufel geschickt haben. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ja, eigentlich sollte ich mich in mein Einsprengsel zurückziehen und dort rasten. Wenn das ist, was ihr wollt. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Andererseits können wir noch ein bisschen was aushalten. Ich war. Euer Wunsch ist mein Begehr. Was kann ich tun? Schneller als Chick-Ticker, ich bin so müde. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg. Achso, dich hatten wir noch gar nicht gerettet. Gut. Tag. Meinen Freunden werdet ihr sicher Spaß. Ich hoffe, das ist kein Erinnern für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Weil wir ständig Leute verprügeln. Ich warte auf euren Biff. Schon erledigt. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Ja, die Streitäxte sind eigentlich plus eins. Ah ja, hier haben wir wieder ein Problem mit dem Identifizieren. Komm, essen wir die letzten Nüsse. Dann nehmen die keinen Platz mehr im Inventar weg. Ich warte. So, Folterkammer, würde ich sagen. Was möchtet ihr? Hier sind alle Sandhelden. Ihr, Bo und ich. Das sollte nicht sein. Ja, erzählt mir mehr davon. So, noch mehr Äxte. Zum Glück ist ja hier jetzt ein bisschen belastbarer. Dann können wir sie nämlich auch vollstopfen. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Das sieht wie nach oben aus, ja. Ist was los? Schön. Da war doch eine Falle dran. Quick Save war hier eigentlich. Deswegen lade ich den gerade mal. Das ist genau jetzt in dem Vorraum. Keine große Herausforderung. Ja, verstanden.
Eine Lebensentzugfalle, die lasse ich lieber nicht auf mir sitzen. Merk, wie die beiden auch bald wieder Level up haben und dann Level 20 erreichen. Okay, okay. Schön. Vor allem Ding nur für ein paar publige Bolzen und Gewitterbolzen. Macht's keinen Sinn, da ein Level zu opfern. Meine Beine tun mir. Zumal wir eh keine Genesung gerade mehr haben. Tag. Kampfmagier Ilkant, Soldat Ilkant. Sieht so aus, als wären wir in der im Burginneren. Was ist? Tschüss. Wenn ihr es wollt. Wisst ihr, los, spuck es aus. Ich ein wenig Ruhe vertragen. Rex. Ja? Baccio, Ferrere. Auf geht's. So, dann brauche ich Verteidigungskoordination. Schutz vor dem Bösen. Was kann ich tun? Minz kriegt noch eine verbesserte Hast. Quick Save. Und dann auf geht's. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ist was los? Da du da das Hauptproblem bist, was ist mit dir? Zeit aufzubrechen, geht klar. Oh. Ja. Genau, Kampfmagier. Furcht bringt nichts. Das jedoch ist böse. Mein Da kommt wieder der Zeitstopp. Ja. In Kaktus. Ich brauche Heilung. Incactus Fulca Imperium. Muss wohl alles Spuckes aus. Da hat's irgendwie komplett zerhauen, okay. Overkill. Ja. Ja? Ich helfe, wo immer ich kann. Okay, okay. Die Natur ist das Leben, das ich habe. Ich warte. Die Rache ist mein. Torm ruft euch zu. Das Gute ist heute auf unserer Seite.
Alle noch einigermaßen am Leben. Und alle hat. Und er ist tot. Okay. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Die Dienerin der Natur ist bereit. Kampfstab, Robe des Abenteurers. Ja.